Es gibt solche Exo-Sachen. Exo-Shoes, Exo-Chest-Piece. Und da gibt es eine ziemlich geile Sache. Wenn man sich, sagen wir mal, die Schuhe holt, dann kann man die, dann haben die auch so eine Art Modifier. Da kann man, glaube ich, wenn man ganz viele Diamanten da einfach draufpackt, kann man bis zu 50% mehr Attack Damage rausholen. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galaxy und heute gibt es ein nettes Livestream-Update, denn gestern gab es ja einen. Und nur kurz zur Info für alle Leute, während ihr dieses Video seht, bin ich wahrscheinlich gerade in Köln oder vielleicht auf der Hinfahrt. Mal gucken, wenn alles schlecht läuft und wir im Stau stehen, pipapo. Das ist jetzt allerdings auch nicht ganz so wichtig, aber nur als Info für euch. Was haben wir im Livestream alles gemacht? Das war sogar ne ganze Menge, zumindest was wir erfarmt haben. Wir können jetzt mal ganz kurz hier vorne hinfliegen. Die Smeltery haben wir jetzt ja, schon so gut wie fertig gebaut. Hier hinten sehen wir die ganzen Faucets, da kommen dann die ganzen Plates drauf. Wir gucken mal kurz hier rein. Das sollten die meisten, die den Livestream noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen. Ich werde euch den Livestream-Link übrigens nochmal unten in die Videobeschreibung packen, falls ihr euch das nochmal angucken möchtet. Und hier sind eben die ganzen Patterns für die Leute, die sich mit Tinker's Construct auskennen. Ist das nichts Neues? Aber ich meine, wir haben ja sowieso das Livestream-Update und da kann ich das so ein bisschen auch, ja, für die Leute, die sich damit nicht auskennen, das Ganze ein wenig erklären. Und zwar hat man diese Casts, nennen die sich. Die legt man letztlich hier hinten rauf und befüllt die mit verschiedenen Erzen. Und daraus kann man dann eben sehr, sehr mächtige Waffen oder auch Werkzeuge bauen, die man normalerweise jetzt sich nicht craften könnte. Also wir sehen hier einen Diamond Sword. Der hat 7 Attack Damage. Selbst wenn man da ein bisschen Sharpness drauf klatscht, dann ist das nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Bei diesen Tinker's Construct Sachen kann man allerdings richtig krasse Sachen bauen. Zum Beispiel, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich baue. Also ich weiß zumindest, dass der Cleaver sehr, sehr gut sein soll. Jetzt hat mir allerdings auch jemand gesagt, dass der, wo ist denn hier der Cutlass oder so, meinte der eine. Sehe ich zum Beispiel jetzt hier gerade gar nicht. Lumber Axe, Excavator, Mattock, Frying Pan. Chisel. Auf jeden Fall, der Cleaver soll ganz fett sein und wir haben eben auch sau viel gefarmt. Hier seht ihr das, so viel Netherquarz. Damit kann man nämlich die Waffen schärfen und das werden wir nämlich auch tun. Zudem werden wir uns einen Hammer bauen. Das Spezielle an diesem Hammer ist, dass der, wenn man, sagen wir mal, jetzt hier das abbauen würde, dann würde er das komplette Feld hier wegfarmen. Und dann gibt es so ein paar Modifikatoren, die man darauf, oder Modifiers, die man da drauf packen kann, wie zum Beispiel diesen Lava Crystal. Dafür habe ich auch Sachen gefarmt. Damit kann man dann sozusagen, wenn ich das jetzt hier wegpacken würde, dann würden die Sachen sofort geschmolzen werden. So als hätte man sie einmal in den Ofen getan. Dann wird zum Beispiel aus Iron direkt ein Iron Ingot oder aus Cobblestone wird direkt Stone. Das ist schon sehr, sehr praktisch zum Farmen, wenn wir jetzt mal ganz kurz hier unten reingucken. Guck mal, dann könnten wir hier richtig schnell alles wegmanschen und müssten uns wahrscheinlich nie mehr um irgendwelche Sachen Gedanken machen. Ist auf jeden Fall besser als so eine Pickaxe, meiner Meinung, die natürlich dann nur einmal eins oder die letztlich einen Block wegfarmt. Dann gucken wir mal hier rein. Wir haben richtig fett Manylium, nee, Manylülü, so nennt Stegi das immer, und so habe ich das auch übernommen, gefarmt, damit wir eben diese Manylülü-Sachen hier als Kopf etc. hin splashen können. Und zudem haben wir auch noch. Wo ist es denn? Hier haben wir noch ein bisschen Kobalt-Dust. Das werde ich auch noch verarbeiten. Übrigens in den Livestream-Updates. Nochmal kurz zur Info. Da hatte ich das letzte Mal in den Kommentaren auch gesehen. Man darf in diesen Folgen nichts Produktives machen. Man darf nur zeigen, was man alles so gemacht hat. Für die Leute, die das noch nicht wussten. Nochmal hier kurz reingucken. Genau, hier sind die ganzen Stone-Tools, die man braucht, um diese Casts herzustellen. Dann haben wir noch ganz viel Papier uns geholt. Denn das brauchen wir auch noch für den Rod, das ist praktisch ja der Stiel von dem Schwert oder auch von dem Hammer. So, gucken wir mal kurz nochmal hier weiter. Hier, stimmt, wir haben 2 fette neue Superkräfte, die wir uns beim nächsten Mal dann spritzen werden. Einmal Destroy Blocks with Fireballs. Das sind nämlich die, die man von den Ghasts bekommt und die sprengen dann auch richtig Blöcke weg. Da haben wir auf jeden Fall für die nächste Folge was Nettes parat und dann nochmal das Gehen, um ein wenig Gras zu essen, sodass wir hoffentlich nie wieder hungern müssen. So, das hätten wir auch abgefrühstückt. Dann gehen wir nochmal ganz kurz nach unten. Hier haben wir noch, okay, der Cobblestone wird nicht gepulverized, weil wir das Gold da drin haben.
Aber das würde jetzt ja wieder alles sprengen, weil das darf ich jetzt nicht machen, weil das ist nur ein Stream-Update. Hier haben wir noch ein bisschen das drin, aber wir werden, denke ich mal, noch ein wenig davon pulverisen. Jetzt bin ich ganz kurz im Überlegen, ob wir sonst noch irgendwas gemacht haben, während hier ganz kurz ein schönes Motorrad an meinem Fenster vorbeifährt. Kurze Randinfo, es ist immer mega nervig, weil ich wohne direkt an der Ampel und dann stehen die Motorradfahrer immer da und dann ziehen die volle Kanne durch und mein ganzes Zimmer vibriert hier. Das ist immer nicht ganz so schmackhaft. Dann werden wir auch auf den Hammer, das haben wir jetzt hier, stimmt, die Pickaxe haben wir auch gebaut, um überhaupt Kobalt und Adit abbauen zu können. Daran kann ich das auch nochmal ein bisschen erklären. Man kann diese ganzen Sachen eben upgraden mit einerseits Lapis, das seht ihr schon an dem blauen. Wenn man da damit Lapis kombiniert, dann bekommt man da Fortune oder Luck drauf. Wenn man Redstone damit kombiniert, dann bekommt man Haste. Und wenn man diesen Ball of Moss darauf tut, zack, dann bekommt man Auto-Repair. Der ist auch sehr, sehr leicht herzustellen. Das ist alles wirklich easy peasy. Hier einfach ein bisschen Mossstone, den kriegt man ganz easy, indem man Cobblestone und in der Mitte eine Water Bucket packt. Also wirklich nichts Kompliziertes. Wie ich vorhin schon angesprochen habe, brauchen wir sehr, sehr viel Netherquarz, um letztlich dieses Schwert zu schärfen. Ich habe das Ganze im Singleplayer einmal gemacht und dort brauchte ich ziemlich viel davon und habe aber auch, glaube ich, mein Schwert auf 24 Attack Damage oder so gebracht. Und wenn wir dann nochmal hier gucken, es gibt solche Exo-Sachen. Exo-Shoes, Exo-Chest-Piece. Und da gibt es eine ziemlich geile Sache. Wenn man sich, sagen wir mal, die Schuhe holt, dann kann man die, dann haben die auch so eine Art Modifier. Da kann man, glaube ich, wenn man ganz viele Diamanten da einfach draufpackt, kann man bis zu 50% mehr Attack-Damage rausholen. Also stellt euch mal vor, wir haben ja diese geilen Exo-Shoes mit 50% mehr Damage, haben dann noch, sagen wir mal, einen Cleaver, der dann eben nochmal irgendwie 24 Attack Damage macht. Das ist dann auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Natürlich werden wir uns auch übrigens noch um den Titan kümmern. Habe ich eigentlich so geplant, dass wir dann immer pro Folge ein Part von dem Titan fertigstellen und ein Part von diesen ganzen Tinker's Construct Sachen. Wie gesagt, habt da ein bisschen Nachsicht mit mir, falls ich nicht so sehr auf die Kommentare etc. eingehen kann. Beziehungsweise ich kann jetzt, weil ich eben vorproduziere die Woche, ich bin bis circa Freitag, spätestens Samstag, bin ich eben nicht zu Hause, sondern in Köln und weiß auch nicht, ob ich da hundertprozentig die Möglichkeit habe, Galaxy aufzunehmen. Deshalb bleibt mir letztlich keine andere Möglichkeit, hier das Ganze vorzuproduzieren. Wir haben es gerade auch 17.51 Uhr und ich habe, ja, muss irgendwie noch 4 Folgen fertig machen und muss die noch rendern, schneiden und so. Das wird richtig stressig, obwohl, bei wem es richtig stressig ist, ist bei Dena, Tuddle und Adi. Die müssen ja für irgendwie 2 Wochen vorproduzieren. Das ist mega crank, weil die ja, glaube ich, nach L.A. fliegen. Die kleinen Splasher. Das wird auf jeden Fall interessant. Und dann müssen wir auch nochmal gucken. Da könntet ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Zumindest, dass ich dann vielleicht ab Samstag da gleich einsteigen kann. Wir brauchen ja auch noch eine fette Rüstung. Welche Rüstung sollten wir uns da am besten craften? Gibt es da irgendwelche Tricks? Es gibt ja die aus Tropicraft, die wohl sehr, sehr geil sein soll. Aber die soll sich sehr, sehr schnell abnutzen. Also da müssen wir generell einfach mal gucken, was wir da alles machen. Ist auf jeden Fall eine schmackhafte Sache. Zudem müssen wir das ja auch noch mit diesem Herzkanister machen und uns dann das Gen spritzen. Warte mal, ich guck mal, Tinkers. Wo ist denn dieser angebliche Herzkanister, von dem ihr immer so geredet habt? Ist es der hier? Permanent Health Increase? Gucken wir mal. Miniature Heart, Necrotic Bone, Jeweled Apple und Empty Kanister. Das ist natürlich auch alles interessant. Aber wir werden uns jetzt, wie gesagt, erstmal um die Sachen kümmern, die ich bereits angesprochen hatte. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Genau, die Zukunftsplanung. Genau, und dann werden wir uns vielleicht auch nochmal direkt damit beschäftigen, vielleicht auch schnell zum Mond zu fliegen. Denn ich glaube, diese Galactic Craft Sachen sind ja nicht allzu anspruchsvoll. Und ich hoffe dann einfach, dass wir dann schon so weit sind, dass wir ein Token haben, weil sonst bringt das ja nichts. Man kann zwar auf diese Space Station, die ist zwar ganz nett, aber ich glaube, wirklich produktiv kann man da oben auch nicht sein. Ist aber eine nette Sache, da sind hier, was braucht man, sagen wir mal, für einen Oxygen Sealer. Okay, da haben wir jetzt gerade nur das R eingegeben. Oxygen Detector. Okay, da braucht man diesen Compressed Steel etc. Und dafür braucht man viele Steel Ingots. Also ich denke, das werden wir alles schon ganz, ganz gut hinbekommen. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr zuversichtlich und möchte euch dahingehend auch nochmal danken, dass ihr mir meine ganze Verplantheit manchmal
verzeiht. Auch das, es tut mir übrigens auch leid, dass bei der letzten Folge am Ende der Sound so laut war. Da habe ich einfach, weil ich momentan so ein bisschen im Stress bin, ja, ich habe es am Ende einfach verkackt, auf gut Deutsch gesagt. Aber na gut, ich bin ja auch nur ein Mensch und mir passieren ja auch öfters mal ein paar Fehler. Dementsprechend habe ich auch generell, dementsprechend seid ihr schon so ein bisschen vorgewarnt, wenn alles mal für die Katz ist. Obwohl es ist einfach ein bisschen überraschend. Man mag ja natürlich selber nicht erschreckt werden. Und wenn am Ende dann auf einmal die Musik so laut ist, dass man nicht mal mehr versteht, wie was ich sage, dann ist es natürlich schon ziemlich krass. Vor allen Dingen, weil es ja direkt am Ende ist. Da sind dann die Leute, die sich die Folge immer mal komplett angucken. Die werden auch noch bestraft mit lauter Musik. Nun gut, Leute, ich denke, ich habe alles erklärt. Ich habe mir noch diesen Knappsack gemacht. Kann ich nochmal schnell zeigen. Hier sind auch noch zwei Skin-Scales drin von einem Ghast. Und der war auch relativ easy fertigzustellen. Und damit sind wir fertig für heute. Kleines Livestream-Update. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Ansonsten wünsche ich euch allen wie immer noch einen angenehmen Tag, Leute. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal bei Minecraft Galaxy. Ciao, ciao.